Energy 103,4. Wipp, wipp, hurra! 2:13 in Berlin und Brandenburg und ich habe Gäste im Studio. Wie sollte das anders sein bei Wipp, wipp, hurra? Und zwar sind das Franziska Figula. Hallo. Hallo. Und Benjamin Völz. Hallo. Und ihr müsst jetzt mal erklären, wer ihr seid. Ja, ich bin die deutsche Stimme von Special Agent Dana Scully aus der Fernsehserie Akte X. Das hat natürlich auch jeder sofort erkannt, denke ich mal. Und ich spreche Special Agent Fox Mulder aus der Serie Akte X. Bleibt kleben, wir unterhalten uns gleich weiter. Geht nämlich jetzt um andere Leute, um meine Gäste im Studio und eine Frage am Telefon. René ist am Telefon, hi. Hi, ich wollte fragen, ob ihr auch den beiden ähnlich sehen in Wirklichkeit. Ja, also ich glaube, das ist schwer zu beurteilen. Ich glaube, das musst du selbst beurteilen und das kannst du, glaube ich, am besten, wenn du dir so ein Fanmagazin kaufst. Da war neulich so ein Artikel über uns beide drin, inklusive 4 Fotos. Ist es so eine richtige Home-Story, wo man euch in der Badewanne sieht oder so? Nicht. Nein, es ist nur so, da sind 2 Bilder von den Schauspielern und 2 Bilder von uns und that's it. Das ist alles. Und dann wollte ich mal fragen, ob die Scully, also die Stimme von Scully, auch bei Emergency Room jemand synchronisiert. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Ertappt, aha. Siehste, guck, so achten die Leute drauf. Es ist wirklich erstaunlich, ja. Die Stimmen sind tatsächlich so präsent, dass man sie wirklich erkennt. Okay, René, alle Fragen beantwortet damit. Ja, könnte ich noch Autogramme haben von den beiden? Habt ihr Autogramme? Ich habe jetzt leider keine Karten dabei. Wir nehmen auf jeden Fall deine Adresse auf und du kriegst das dann zugeschickt. Okay, René? Okay, danke. Alles klar. Wir unterhalten uns weiter und zwar, wie ist denn das eigentlich, wie wird denn so ein Film synchronisiert? Ja, das ist folgendermaßen. Zunächst mal wird der Film oder die Folge in dem Fall in ganz viele kleine Schnipsel, wenn man so will, zertrennt. Wir sagen dazu Takes. Wir haben gerade überlegt, aber wir glauben, eine Folge hat so circa 400 Takes. Und diese Takes werden einzeln abgespielt. Das läuft so, man steht im Studio, hat vor sich einen Monitor und dann sieht man zuerst die Originalsequenz, also auch mit dem Originalton. Und man hat vor sich ein Buch zu legen, wo der deutsche Text drin steht. Und dann versucht man diesen deutschen Text lippensynchron darauf zu synchronisieren. Ist der denn im Prinzip schon so geschrieben, dass er auch drauf passt? Oder ist das dann, muss man den noch ein bisschen bearbeiten? Da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Wir haben das große Glück, dass die Bücher bei Akte X sehr, sehr gut sind. Also das synchronisiert sich in der Regel fast von alleine, kann ich glaube ich sagen. Ja, stimmt. Sie sind sehr, sehr gut getextet. Also das heißt, dass sie auch wirklich den Lippenbewegungen entsprechen. Also dass es sowohl ein deutscher Satz ist, ein gut sprechbarer deutscher Satz, als auch eben sehr, sehr lippensynchron gehalten ist. Und das bedeutet, dass in dem Moment, wo du dich darum nicht mehr kümmern musst, dass das einigermaßen gut aussieht, was du da rauszusprechen hast, dann kannst du dich auch damit beschäftigen, wie du es machst. Also kannst du dich mit dem Ausdruck beschäftigen und musst nicht mehr dich darum kümmern, ich muss jetzt länger sprechen oder kürzer. Sondern das fällt dann weg und deswegen macht die Arbeit dann noch mehr Spaß, wenn das stimmt. Wie ist eigentlich das Gefühl, wenn man sich nachher das fertige Produkt im Fernsehen anguckt? Guckt ihr euch das überhaupt an? Ich kann es nicht empfangen so richtig. Mein ProSieben ist ganz schlecht. Aber manchmal sehe ich es mir an und dann, ja. Das ist halt, ich glaube, ich beurteile immer die Folgen oder ich beurteile auch das, was passiert oder wie die Folgen Spaß machen. Das hängt davon ab, was passiert ist in der Folge. Und die guten Folgen machen mehr Spaß als die schlechten, ganz klar. Das ist bei mir ein bisschen anders. Also ich habe da Berufskrankheit. Also ich gucke das schon, ja nicht regelmäßig, aber öfter. Also einmal, weil mir die Serie als solche gut gefällt. Und dann, weil ich aber einfach auch diese Kontrolle für mich brauche. Und bei mir ist es oft so, dass ich mir eine Folge, wenn ich sie das erste Mal sehe, achte ich eigentlich nur auf meine Arbeit. Und oder so, oder auch was die Kollegen machen. Das ist ganz lustig. Und kriege eigentlich von der Folge oftmals gar nicht so furchtbar viel mit. Warum und wie waren das jetzt? Habe ich jetzt gar nicht so ganz verstanden. Ich muss mir die dann wirklich manchmal zweimal angucken, um überhaupt die Folge zu verstehen. Mhm. Ja, ich glaube, das geht nicht nur dir so. Vielleicht gibt es auch Leute, die das, also ich glaube, dass Akte X auch viel damit zu tun hat, dass sich Leute das gerne zweimal angucken, um die Storys richtig zu verstehen oder ist ihnen noch was entgangen. Und dadurch, dass wir halt, wenn wir im Studio stehen und das synchronisieren, die Sequenzen auch mehrmals sehen, verstehen wir die ganzen Storys und diese etwas wirren Geschichten manchmal auch besser. Okay, aber wir reden gleich weiter um den Kult um Akte X und die Synchronstimmen dazu. Ihr könnt, wenn ihr Fragen habt, anrufen unter 26 123 45. Jetzt haben wir Alex am Telefon. Hi Alex, deine Frage bitte. Hi, ich wollte Sie fragen, ob Sie schon mal die amerikanischen Schauspieler kennengelernt haben, Julian und David. Nee, leider haben wir die noch nicht kennengelernt. Also mich persönlich würde das sehr interessieren. Ich würde auch ganz gerne mir mal mal so einen Tag am Set verbringen. Aber ich denke, das wird sehr, sehr schwierig sein, weil die arbeiten ja sehr, sehr hart da drüben und haben auch keine Zeit. Wie ist das eigentlich? Beschäftigt man sich jetzt mit den Leuten, die man im Prinzip ja, in die man so ein bisschen reinschlüpft? Ja, also ich denke, dass du natürlich, wenn du die häufig siehst und auch siehst, was sie spielen und wir haben jetzt, glaube ich,
50 oder 56 Folgen gemacht, weißt du, kennst du sie ganz gut und weißt dann, ah, wahrscheinlich wird er jetzt den Mund offen lassen oder gleich guckt auf die Art oder sowas, das lernst du schon kennen, die Person. Irgendwie wächst die dir auch irgendwie nahe. Ja? Also du weißt schon, wie die Leute spielen und was sie machen und wie du es zu machen hast nach einer Weile. Okay, Alex, deine Frage ist damit auch weitgehend beantwortet, richtig? Ja. Okay. Ciao, tschüss. Wir unterhalten uns gleich weiter. Energy 103,4, das schnellste Radio Berlins mit Wip Wip Hurra, mit Franziska und Benjamin und Derin am Telefon. Deine Frage bitte. Ja, ich möchte gerne fragen, es sind ja manchmal ziemlich schwierige Fälle bei Akte X und ob die sich manchmal überhaupt nicht reinversetzen können in die Lage von den zwei. Naja, also ich glaube, ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Synchron-Dialogbuches ist eine Inhaltsangabe, die wir immer erstmal durchlesen, damit wir auch wissen, worum es geht. Denn es ist natürlich wichtig, bevor wir anfangen zu sprechen, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir vielleicht die allerletzte Biegung der Geschichte wissen oder kennen, aber zumindest das grobe Strickmuster der Geschichte müssen wir schon wissen und kennen und verstehen. Okay. Bitte. Derin, deine Frage damit beantwortet, dann haben wir Sandy hier. Hallo Sandy. Hallo. Ich habe eine Frage. Ob Sie auch überhaupt an außerirdische oder übermenschliche Kräfte glauben? Also, ganz ehrlich gesagt, ich nicht so. Und die Scully, also... Franziska. Synchronstimme. Also, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit UFOs und kleinen grünen Männchen, aber ich glaube schon, dass es sicherlich Dinge gibt, die sich so dem menschlichen Verstand entziehen. Übersinnliches im weitesten Sinne, daran glaube ich schon. Ja. Aha, okay. Kann ich noch ein Autogramm haben? Okay, dann bleib in der Leitung, wir klären das und schicken dir das dann zu, ja? Okay. Okay, jetzt möchte ich nochmal wissen, also ihr steht vor einer Leinwand und seht da die Schauspieler die Lippen bewegen. Hört ihr in dem Moment was? Habt ihr die Geräusche, die da entstehen? Oder ist das für euch wirklich nur ein Bild? Es ist nur das Bild. Also, wie schon gesagt, wir sehen zuerst einmal die Sequenz mit allem drum und dran, mit Atmo, mit allen Nebengeräuschen, also alles, was da zu sehen oder ist. Musik. Und Musik, genau. Einmal im Original. Und dann, wenn die eigentliche Aufnahme kommt oder die Probe, ist es wirklich nur das Bild. Und es wird auch die Sprache und die ganzen Geräusche, wird separat aufgenommen. Also die ganze Atmo, die wird nachher drauf gemischt. Das muss immer sehr leise sein. Wenn wir irgendwie sprechen, darf kein anderes Geräusch mit drauf. Also es muss... Das geht bis zum Magenknurren. Wenn dein Magen knurrt, dann musst du den Take normal machen. Das ist also anders als hier im Radiostudio, wo wir Türen aufhaben, Fenster und so weiter und auch ein bisschen rumpoltern dürfen und so. Ja. So, oder hier so mit Glas hier sitzen, das ist auch nicht möglich. Also wir haben Doppeltüren und wenn ein Laster vorbeigefahren ist und der hat so ein bisschen gebrummt, dann müssen wir die Aufnahme nochmal machen und so. Das ist ein bisschen blöd. Dramatisch. Wir unterhalten uns gleich weiter mit den deutschen Synchronstimmen der Akte X. Wir haben zwei Special Agents hier bei uns im Studio. Das sind Franziska und Benjamin, die deutschen Stimmen von Akte X. Und jemand am Telefon, das ist Olivia. Hallo. Ja, hallo. Und zwar, ich habe eine Frage. Glaubt ihr, dass Mulder und Scully zusammenkommen, also in der Serie? Nein. Ich glaube es nicht. Ich glaube es auch nicht. Warum nicht? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch der Spannung, die zwischen den beiden ist, dass da eben nichts passiert. Denn da geht ja dann auch so ein bisschen Spannung und so ein bisschen schwebender Zustand verloren, wenn es mal dazu kommen sollte, oder? Ja, okay. Gut, danke. Dann haben wir Fabian hier an der anderen Leitung. Hallo Fabian. Ja, hallo. Ich wollte bloß mal fragen, wie ist es dazu gekommen, dass Sie die Stimmen synchronisieren konnten da zu den Schauspielern? Ja, wir sind beide schon eine ganze Weile im Synchrongeschäft tätig und bei mir war es einfach so, ich wurde einfach besetzt. Also der Regisseur hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und ich habe gesagt, ja klar. Wobei ich glaube, niemand von uns sich vorgestellt hat, als wir angefangen haben, was für ein Riesenerfolg das mal wird. Stimmt. Aha. Ja, definitiv. Da wollte ich auch fragen, ob ich ein Autogramm von euch kriegen könnte. Fabian, bleib in der Leitung. Okay, dann haben wir Andrea hier. Hallo? Andrea? Hallo, ich wollte fragen, wie lange ihr das beide noch machen wollt mit dem Synchronisieren? Also auf jeden Fall werden wir noch bei der Akte X dranbleiben, wie lange die auch geht. Und ich weiß nicht, also solange man noch sprechen kann, kann man es natürlich auch machen. Okay. Und dann wollte ich noch meine Freundin Nicole grüßen und fragen, ob ich auch noch ein Autogramm haben könnte. Das ist ja die ganz dreiste Nummer. Erst jemanden grüßen und dann noch Autogramme abstauben wollen. Ausnahmsweise, weil du es bist, okay, Andrea. Danke. Ja, okay, bleib auch du in der Leitung.
witzig, wir haben sie im Studio, die Synchronstimmen von Mulder und Scully und jede Menge junge Menschen, die Fragen stellen wollen am Telefon. Eine Frage kam von Tina. Wie ist das eigentlich, wenn ihr im Supermarkt seid oder in irgendeiner alltäglichen Situation? Werdet ihr da manchmal angesprochen auf eure Stimme? Seid ihr nicht irgendwie? Also es kommt selten vor, weil die Leute verbinden es doch sehr mit dem Gesicht des jeweiligen Schauspielers, dem man spricht. Und wenn sie dich jetzt irgendwo an einer Zeitungsbude oder so hören und erleben, dann werden sie nicht unbedingt sagen, hey, sie sind doch jetzt die Stimme von Mulder, sondern dann sagen sie einfach nur, hier ist deine Zeitung und auf Wiedersehen. Also das ist so, das ist überhaupt noch nicht passiert, dass da irgendwelche... Das kommt schon vor, aber dann wahrscheinlich nur, wenn man die Leute oder wenn man uns nicht sieht, unmittelbar. Aber mit dem Gesicht verbunden ist es, glaube ich. Also spannend. Praktisch irgendwie am Telefon irgendeine Sachbearbeiterin, der man dann irgendwie die Kundennummer sagt bei der Versicherung oder so, die sagt, kommen Sie mir nicht bekannt vor? Habe ich Sie nicht neulich im Fernsehen gesehen oder so? Dann haben wir Anne am Telefon. Anne, deine Frage bitte. Ja, ich würde gerne mal wissen, ob man den Benjamin auch mal im Fernsehen sehen kann, wie Franziska. Ja, also ich habe eine ganze Zeit lang als Kind und als Jugendlicher und noch bis in meine Mitzwanziger Jahre habe ich gedreht und Filme gemacht und Serien gespielt, alles Mögliche gemacht, aber war sehr froh, das auch nicht mehr machen zu müssen und bin sehr glücklich, nur noch hinter der Kamera zu stehen und am Mikro zu sitzen und nicht mehr vor der Kamera agieren zu müssen. Mhm. Also alte Sachen, vielleicht gibt es mal eine Wiederholung. Ursula am Telefon, hallo Ursula. Ja? Wie ist denn deine Frage? Wie lange synchronisiert ihr schon Schauspieler überhaupt? Also ich synchronisiere seit Ende 89, ja, also 7 Jahre jetzt, naja, 6,5. Ja, und ich habe schon ziemlich früh angefangen, so das erste, woran ich mich erinnern kann, war, da gab es früher eine Serie, die hieß Peanuts. Und da habe ich angefangen, da war ich so 8 oder 10 ungefähr. Hat aber nichts mit der Deutschen Bank zu tun oder so? Nicht ganz. Okay, Ursula, deine Frage damit beantwortet? Ich würde auch gerne ein Autogramm haben. Wir schauen, was wir machen können. Janine, hallo. Ich wollte mal fragen, was in der Serie jetzt alles synchronisiert wird. Ob nun jedes Stöhnen und Atmen und wenn jemand heult, wie die Scully zum Beispiel in der einen Folge, ob das auch alles synchronisiert wird von euch? Das wird in aller Regel, das wird alles synchronisiert. Also jeder Atmer, Weinen, Schreie, Seufzer, also wenn man sich hinsetzt und ausatmen, das wird alles synchronisiert, ja. Achso, und ist es euch nicht irgendwie komisch im Studio, irgendwie, wenn ihr da steht und irgendwie... Bei den Bettszenen meinst du jetzt? Die gibt's ja bei Akte X. Nee, das zum Beispiel, also das glaube ich nicht, dass es irgendwann kommen wird bei Akte X oder so. Aber wenn jetzt Scully zum Beispiel weint oder Mulder joggt und Benjamin dann irgendwie und dann so ganz schnell atmen muss oder dann irgendwie, wenn er erschöpft ist, dann dasteht und boah macht oder so. Ja, stimmt. Also ich meine, es gibt oft schon Situationen im Studio, da fangen wir dann auch alle an, herzlich zu lachen und wir haben ganz bestimmt eine Menge Spaß dabei. Also es ist alles nicht immer so trocken und so wahnsinnig ernst, wie es dann vielleicht im Endprodukt erscheint. Also was dazwischen im Studio passiert, kann sehr lustig sein bei uns. Es gab doch mal in einer der ersten Folgen, kannst du dich daran noch erinnern, eine Szene, da sind wir irgendwie Ewigkeiten nur durch den Wald gerannt. Es war wunderbar. Es waren Seiten und Seiten von Manuskripten und da stand immer nur Atma, Atma. Atma. Und wir in einer halben Stunde wirklich sind wir nur nicht den Wald gejoggt und musste am Schluss so lachen. Ist das wirklich so, dass dann im Manuskript steht Atmen? Ja. Oder Husten? Atmer, Äftel, Huster, sowas. Toll. Es ist auch ganz komisch, euch jetzt lachen zu hören, weil in den Folgen, da hört man die beiden nie lachen. Irgendwie. Stimmt, ja. Richtig. Also es ist jetzt ganz komisch. Tja, ganz komisch. Ein tolles, exklusives Erlebnis, Janine, exklusiv dir, erlebbar gemacht durch Energy 103,4. Energy 103,4. Wip, wip, hurra! Hallo, mein Name ist Benjamin Völz und ich spreche in der Akte X, den Special Agent Fox Mulder. Hallo, und ich bin Franziska Pigula und ich synchronisiere Special Agent Dana Scully. Am Telefon Henning, hallo. Ja, hallo. Deine Frage bitte. Ich wollte mal fragen, ob ihr schon früher Zeichentrickfilme synchronisiert habt. Wie viele Synchronisanten? Also, wenn ich das mal beantworten darf, ich habe es gemacht und zwar habe ich bei den Ghostbusters gesprochen, verdammt lange. Ich glaube 120 oder 130 Folgen. Lang. Welche Rolle denn da? Den Wissenschaftler Dr. Egan Spengler, das war der Einzige, der eine Brille trug. Das war ziemlich einfach. Geil, geil. Ich wollte nochmal eine Frage ans Energy-Team stellen. Das ganze Team gleich? Ich habe nicht das ganze Team hier, tut mir leid. Nein, nein, ich wollte fragen, ob ich mir noch einen Wunschtitel wünschen kann. Also, du bist ja vielleicht, unser Musikchef steht zwar hier im Studio, aber bleib einfach mal in der Leitung. Vielleicht lässt sich da was realisieren. Dann haben wir Therese, hallo.
Therese? Also, wenn ihr mit Skinner oder Mr. X oder so sprecht, habt ihr dann, sprecht ihr mit den entsprechenden Synchronsprechern oder wird das einzeln aufgenommen und dann zusammengeschnitten? Es wird in der Regel schon zusammen aufgenommen. Also, generell hat es, ja, geht es immer darum, wie sich das disponieren lässt. Man bemüht sich immer, Szenen zusammen aufzunehmen. Manchmal ist es nicht möglich, weil ein Schauspieler an einem bestimmten Tag eben einfach nicht zu kriegen ist. Der wird dann extra aufgenommen. Aber gerade bei Akte X bemühen wir uns immer, die Szenen wirklich dann mit den entsprechenden Partnern gemeinsam aufzunehmen. Ja. Wie ist denn das? Steht man sich da Aug in Aug? Hat ein Mikrofon oder hat jeder ein eigenes? Und man sitzt irgendwo am anderen Ende eines Raumes oder wie? Nein, wir stehen, es gibt ein Pult, da ist ein gemeinsames Mikrofon und man steht dann zu zweit oder zu dritt oder je nachdem vor diesem Pult und spricht in dieses eine Mikrofon, wobei es noch ein separates Mikrofon für Außenszenen gibt, also das ist in so einem kleinen, ja, fast wie Schalltotenraum. Mhm. Und da wird dann nachher das ganze Geräuschkrempel und so weiter wird dann dazu gemixt, ja? Genau. Therese, bist du damit glücklich? Ja, krieg ich noch ein Autogramm? Ja, ich ahnte ja sowas. Bleib in der Leitung. Ja. Danke, Therese. Fragen an die deutschen Synchronstimmen jetzt von Petra. Hi. Ja, hallo. Ich wollte euch erstmal sagen, dass ihr die absolut perfekte Besetzung seid. Also die Stimmen passen ganz toll dazu. Danke. Zu diesen Personen. So, nun zu meiner Frage. Und zwar wollte ich euch mal fragen, ob ihr mit dem Filmthema auch so richtig mitgeht, so dass ihr vielleicht auch mal Herzklopfen habt, wenn es besonders spannend und gefährlich wird oder ihr am liebsten mal euch zum Heulen ist oder aufgeregt seid. Also ich bin ein sehr schreckhafter Typ und mir ist es schon öfter passiert, dass wenn jetzt also auf dem Monitor plötzlich es irgendwie völlig unerwartet knallt oder so, dass ich dann auch laut schreie, weil ich mich so erschrocken habe. Aber zu der Frage mit dem Mitgehen, ich glaube, das ist generell notwendig einfach, um, also wenn du jetzt eine bestimmte Emotion transportieren willst, die der Schauspieler auf dem Monitor darstellt, damit das nicht synthetisch klingt, musst du bis zu einem gewissen Grad schon, ich meine, es ist ja ein schauspielerischer Beruf, musst du schon versuchen, gewisse Gemütszustände in dir herzustellen. Also wenn du besonders aufgeregt bist, okay, wie fühle ich mich, wenn ich besonders aufgeregt bin, wie atme ich oder so. Also bis zu einem gewissen Grad doch muss man in die Situation reingehen, ja, unbedingt. Deswegen kommt es auch so gut rüber bei euch. Ja, dann sind wir alle begeistert. Petra, danke für deine Frage. Enrico müsste jetzt am Telefon sein. Hi. Ja, hi. Ich wollte mal fragen, ob sie sich die Personen, also Mulder und Scully in der Serie mal duzen. Ob die sich irgendwann mal duzen? Ja, weil Englisch da in England, also fast Amerika, da gibt es ja kein Sie als Anrede, sondern da duzen sie sich ja eigentlich auch. Ob sie das hier auch mal machen? Das würde irgendwie. Ja, aber weißt du, ich glaube, da gibt es so eine Regel und zwar, wenn die Leute sich nicht mit einem Vornamen in Amerika anreden, dann ist es eigentlich auch so wie Siezen und die reden sich nie mit dem Vornamen an, also oder nicht so häufig. Und ich glaube, dass wir uns immer noch weiter siezen werden in der Serie, solange sie auf dieser Ebene miteinander kommunizieren, wie sie das seit 3 Staffeln tun. Aber privat duzt ihr euch, ganz klar. Ganz bestimmt. Auch bei der Produktion sicherlich alle, ne? Da wird doch alles geduzt, was Tontechniker aufwärts ist oder so. Da duzen wir sogar die Stühle. Die Stühle? Ja. Du Stuhl, du. Silvia ist am Telefon. Hi, Silvia. Ja, hi. Du, Silvia, du. Was hast du für eine Frage, du? Ich wollte den Benjamin fragen, ob er auch bei Anasazi, der letzten Folge der 2. Staffel, gesprochen hat, weil es hat sich anders angehört. Ja, hab ich habe den immer gesprochen. Das kann nur sein, also es gab auch mal Phasen, da waren wir ein bisschen erkältet. Und es gibt manchmal so Tage, da hast du dann ein bisschen eine verschnupfte Nase und das kann schon sein. Ach so, hat meine Freundin doch recht. Ja? Okay, dann hätte ich noch eine Frage an die Franziska. Du bist doch auch bei NTV Nachrichtensprecherin, richtig? Ja, das stimmt. Und macht das Synchronisieren mehr Spaß oder mehr der Job bei NTV? Mir macht beides sehr viel Spaß und ich möchte das eine nicht ohne das andere haben. Aha, ja, okay. Frank, flipp jetzt bitte nicht aus, weil ich wollte noch fragen, ob ich Autogramme haben könnte. Ich flipp jetzt aus. Energy 103,4, das schnellste Radio Berlins mit Wip Wip Hurra und Franziska und Benjamin und am Telefon jetzt Nicole. Hallo. Hi. Wie ist denn deine Frage? Ja, ich wollte fragen, ob man wenn man da synchronisieren will, ob man da eine bestimmte Ausbildung braucht und ob man sich da auch irgendwo bewerben kann oder ob man da entdeckt werden muss oder weiß ich auch nicht, so ungefähr. Synchronsprecher sind ja zu 99% Schauspieler. Also man braucht eine Schauspielausbildung, bevor man das macht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es gibt zwar Leute, die eine gute Stimme haben und die auch synchronisieren können aufgrund einer Besonderheit in ihrer Stimme, aber ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass Menschen deutlich sprechen, keinen Akzent sprechen und eine schnelle Auffassungsgabe haben. Genau, ja, das ist wichtig. Okay, Nicole. Nee, ich wollte dem Benjamin noch was sagen. Und zwar, also wenn ich die Serie sehe, dann bin ich immer
also fast hin und weg, weil also die Stimme und wenn man jetzt so den Schauspieler dazu sieht und dann deine Stimme dazu, das ist absolut toll. Also es hört sich total erotisch an und das ist absolut geil, das würde ich sagen. Danke dir. Ja, bitteschön. Okay, und jetzt auf die Gefahren, dass ihr mich jetzt alles mitbringen werdet, aber ich würde auch gerne noch ein Autogramm haben. Bleib in der Leitung. Dann haben wir Matthew. Hallo Matthew. Ja, hallo. Ich wollte mal fragen, ob das ein Synchronsprechen von euch euer Wunschberuf war oder was ihr sonst noch machen würdet. Naja, wir haben Schauspielausbildung gemacht, also ich habe Schauspielausbildung gemacht und das hat sich bei mir quasi so ergeben und ich bin aber sehr glücklich damit. Also Wunschberuf, also ich habe, als ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich mal synchron machen würde oder also so in dem Umfang, wie ich es jetzt tue. Aber das ist halt, ich habe damit angefangen und es wurde immer mehr im Laufe der Zeit und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es mir so viel Spaß macht, dass ich sehr glücklich damit bin. Und Benjamin? Ja, also ich bin da auch ziemlich reingewachsen, muss ich sagen. So als Kind habe ich damit angefangen und von daher war es eigentlich hat sich einfach so ergeben und ich habe eigentlich nie eine richtige mir Gedanken darüber gemacht, was mein Wunschberuf gewesen wäre, wenn ich nicht Schauspieler geworden wäre. Dann haben wir Katja am Telefon. Hallo Katja. Hi, Benjamin und Franziska, ich wollte euch mal fragen, wie ihr dazu steht, wenn Synchronsprecher einer Fernsehserie die Stadt abspringen und die Figuren dann andere Stimmen kriegen, wie zum Beispiel Rausch Enterprise war das ja mal der Fall. Ja, also ich glaube, dass das für die Zuschauer, die irgendeine Serie wie jetzt zum Beispiel Star Trek sehr lieben und verfolgen, dass das für die bestimmt ganz furchtbar ist, wenn der Captain Picard mit der anderen Stimme jetzt spricht. Aber vielleicht ist derjenige, der Schauspieler, der den Captain Picard gesprochen hat vorher oder auch ganz froh darüber, dass er das jetzt nicht mehr tun muss. Und irgendjemand muss es ja dann machen. Also das hat ja auch oft was damit zu tun, dass die Leute vielleicht keine Zeit mehr haben und man muss eine andere Stimme sich ausdenken, die jetzt diese Rolle weiterspricht. Aber generell ist es wahrscheinlich nicht so schön, besonders für die Zuschauer. Irgendwer muss es ja machen, das finde ich ja nicht schlecht. Benjamin hat eine ganze Liste von Dingen, die er synchronisiert hat. Was sind denn so die Highlights, sag mal? Für mich? Ja. Also es gibt ein paar Leute, die ich gerne, wirklich gerne synchronisiere. Das ist der James Spader, synchronisiere ich gerne. Oder Keanu Reeves macht mir auch Spaß. Und ich glaube, also sage ich auch ganz ehrlich, bei Akte X bin ich manchmal so ein bisschen unterfordert, weil der sehr, 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 sehr straight und sehr, sehr geradlinig ist und nicht so viel Emotionen zeigt. Und da habe ich eigentlich sehr viel Spaß bei anderen Rollen, wo ich dann mal richtig die Sau rauslassen kann oder mal ein richtiges... Wo kann man dich jetzt im Moment noch sehen, in irgendwelchen anderen Serien, Kino oder sonst wo, außer bei Akte X? Also ich habe jetzt... Wir sagen sehen, natürlich hören. Ja. Ich habe jetzt Keanu Reeves Filme gemacht, 2 Stück, die müssen jetzt irgendwie rauskommen. Und ein James Spader Film, der kommt jetzt raus. Und ein Film, den habe ich gerade gemacht, der heißt Das Phantom. Ich weiß nicht, wann der rauskommt, aber so, ja, sowas. Aber eine Serie, glaube ich, bin ich nicht drin, außer Updates. Ich glaube, jetzt sind sämtliche Energy-Hörer ganz aufmerksam und immer, wenn sie ins Kino gehen und immer, wenn sie Radio hören, wenn sie Fernsehen gucken, dann achten sie drauf und überlegen so ein bisschen, könnten sie das jetzt sein? Na? Haben wir so ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Wir haben noch eine kleine Fragerunde. Es können noch junge Menschen anrufen unter 26 1 2 3 4 5. Sich langsam aber sicher geht diese VIP-Lounge zu Ende. Wir haben aber noch Tanja am Telefon. Hi Tanja. Ja, hi. Deine ja. Frage. Ja, und zwar, wie lange Sie sich schon vorher kannten, bevor Sie das hier zusammen gemacht haben? Wir haben uns nur vorher, wir haben nämlich gerade, das ist ganz lustig, hier im Studio noch überlegt, wir haben nur vorher einmal einen ganz lustigen Videofilm zusammen synchronisiert. Das war aber 2 Jahre, bevor wir mit den X-Akten angefangen haben. Ach so. Und vor dem Mikro von den X-Akten haben wir uns eigentlich erst dann richtig kennengelernt. Also, kann ich kein Autogramm von euch haben? Dann haben wir Marcel am Telefon. Hallo Marcel. Ja, hallo. Ich habe eine Frage. Synchronisiert ihr die Folgen alle in Berlin? Dann wollte ich wissen, was das für eine Firma ist, bei der ihr synchronisiert, ob das eine große Firma ist und wie groß eine Sprecherstaffel bei einer Folge ist. Also wir synchronisieren in Berlin bei der Firma Cinefon und die Staffel hat immer, glaube ich, 25 Folgen oder 26 Folgen und wir drehen immer ungefähr 3 Folgen in 2 Wochen. Ah ja, ja. Okay, danke. Okay. Dann haben wir Benjamin noch in der Leitung. Hallo Benjamin. Hi, ich wollte mal fragen, wenn ihr schon mal eine Schauspielerausbildung gemacht habt, die habt ihr ja sicher nicht umsonst gemacht, ob ihr mal selber geschauspielert habt und wenn ja, wo, Theater, Fernsehen, Kino oder weiß ich was. Ja, also ich habe als Kind Theater gespielt und viel als Jugendlicher und als Kind und auch als Heranwachsender oder jugendlicher Darsteller gedreht, aber später dann nicht mehr. Ein paar Filme gemacht und
Serien und sowas. Und Franziska? Und ich habe während meiner Ausbildung am Schillertheater, das es ja damals noch gab, ganz, ganz kleine Rollen gespielt. Also wirklich so Tablett über die Bühne tragen und einen Satz sagen. Und dann war ich ein Jahr in London und als ich zurückkam, habe ich dann eigentlich gleich mit diesen Sprechertätigkeiten angefangen. Und das wurde ja, wie gesagt, immer mehr. Und da habe ich dann eigentlich nur noch, ich weiß nicht, mal im Tatort einen Satz gesagt. Und in diesem Klotscher-Broll-Film habe ich irgendwie zwei Sätze gesagt. Dieser Schabroll-Film, der in Berlin gedreht wurde. Benjamin, bist du glücklich damit? Benjamin ist gar nicht mehr da? Doch. Ich möchte auch noch ein Autogramm haben, bitte. Und von seiner Partnerin versteht sich. Wie viele Autogramme möchtest du? Gleich 10 Stück oder so? Ja, das könnte man dann vielleicht auch noch machen. Mensch, Leute, wir machen doch hier eine kleine Talkrunde und keine Autogrammstunde. Das war's soweit, 14.58 Uhr. Ich fand's ganz toll, dass ihr hier wart und ich fand's unheimlich interessant und ich glaube, wir alle haben unheimlich viel dazugelernt. Nicht nur, ja, was so vor der Kamera passiert, sondern vor allen Dingen dahinter, wie das dann im Endeffekt nachbearbeitet wird. Vielen Dank an Benjamin und Franziska. Tschüss. Ciao. Schön, hier zu sein. Tschüss. Thank you.